Einen Tag nach dem hinterhältigen Angriff auf einen Busfahrer sind der Berliner Polizei die mutmaßlichen Täter ins Netz gegangen. Denn nicht nur diese brutalen Jugendlichen hatten ihre Prügelattacke gefilmt, nein, eine Überwachungskamera lief glücklicherweise auch mit. Heute Morgen klickten die Handschellen. Brutal schlägt ein 14-Jähriger dem ahnungslosen Fahrer plötzlich mitten ins Gesicht. Sein Kumpel filmt alles mit einem Handy. Danach verschwinden die zwei. Doch was beide nicht wissen, in dem Nachtbus zeichnet eine Überwachungskamera den feigen Angriff auf. Das war von Vorteil, denn die Polizei konnte diesen Film, der dabei entstanden ist, auswerten und noch am selben Tag die beiden Jugendlichen identifizieren. Einen 14-jährigen Intensivtäter und den 16-jährigen, beide waren schon polizeibekannt. Die Brille des Busfahrers wird bei der Attacke zertrümmert, sein Gesicht zerschnitten. Von dem plötzlichen Angriff in dem vollbesetzten Nachtbus wurde er völlig überrascht, steht danach noch lange unter Schock. Die Verletzung, sagen wir mal, die rein körperliche Verletzung ist schlimm genug. Es ist aber natürlich eine Situation, es ist der Arbeitsplatz. Ich arbeite dort, das ist mein Arbeitsplatz und jemand schlägt mich an meinem Arbeitsplatz plötzlich unvermittelt. Das ist etwas, was sehr viel tiefer geht und was natürlich auch zu einer großen Verunsicherung der Kolleginnen und Kollegen führt und was natürlich eine fürchterliche Situation ist für jeden Einzelnen, dem so etwas passiert. Inzwischen sitzt der 14-jährige Schläger in Untersuchungshaft. Fest steht, nur durch die viel diskutierte Videoüberwachung im öffentlichen Nahverkehr konnte er so schnell geschnappt werden.